Welche Unterscheidungsmerkmale hat man denn bei Wasserionisierer? Ja gut, die Ionisierertypen unterscheiden sich. Zum einen gibt es Durchflussgeräte, die werden fest montiert mit der Wasserleitung verbunden. Davon gibt es wiederum zwei Arten, nämlich es wird mit dem Wasserhahn verbunden. Da regle ich dann die durchfließende Menge mit dem Wasserhahn, was sehr ungenau ist. Oder ich installiere das Ganze fest mit einer Abzweigung vom Eckventil. Dann habe ich immer den gleichen Durchfluss, den ich dann am Wasserionisierer regeln kann. Dann gibt es natürlich noch Topfionisierer, die sind einfacher gebaut. Da läuft das Ganze jetzt nicht durch eine große Zelle, sondern durch eine sehr einfache Zelle, dauert entsprechend länger. Also während ich mit einem Durchflussionisierer so 1 bis 2 Liter pro Minute produzieren kann, brauche ich in einem Topfionisierer für 1 Liter, ja, je nach Wasser, zwischen 10 und 40 Minuten. Also da brauche ich dann mehr Zeit und muss das Ding natürlich auch anschließend selber manuell reinigen. Dafür sind die natürlich auch billiger. Musik